Guten Abend, liebe Zuschauer. Willkommen zur Lokalzeit. Ja, also das war ein echter Paukenschlag für Aalen. Seit heute lebt ein mutmaßlicher KZ-Wachmann in der Stadt. Die US-Regierung hat den 95-Jährigen abgeschoben. Yaqub Pahlí ist heute Morgen mit einer Militärmaschine in Düsseldorf gelandet. Und von dort wurde er dann in ein Pflegeheim nach Aalen gebracht. Seit heute hat die Stadt Aalen einen neuen Mitbewohner. Und der ist nicht unumstritten. Es handelt sich um einen ehemaligen Lageraufseher der SS. In dem Alter, die sind doch gezwungen worden. Die konnten sich doch auch nicht wehren. Das ist meine Meinung. Denn das waren doch halbe Kinder. Wer sich da gewehrt hat, war auch weg. Ich hätte die Frage an wen auch immer, warum ist er jetzt in Aalen? Dass er irgendwo hin muss, ist wahrscheinlich klar. Ich habe aber auch nichts dagegen. Auch der Landrat des Kreises Warendorf war überrascht. Vor genau 2 Wochen, am 7. August, wurde er vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Rechtsgrundlage ist der Paragraph 22 des Aufenthaltsgesetzes. Das bedeutet, wir sind verpflichtet, eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Die Auswahl des Pflegeheimes, auch der Ort, sind vom Bund und Land entschieden worden. Da sind wir nicht zu gefragt worden und waren auch an dieser Entscheidung nicht beteiligt. New York, gestern am frühen Abend. Yaqub Pahlí wirkt gebrechlich. Er wird mit einem Krankentransporter zum Flughafen gebracht. Regelmäßig war es vor seinem Haus zu Protesten gekommen. 15 Jahre lang forderte die dort ansässige jüdische Gemeinde seine Abschiebung nach Deutschland. 2003 verlor er die amerikanische Staatsbürgerschaft. Es war bekannt geworden, dass er in dem Zwangsarbeitslager Travniki zum Helfershelfer der SS ausgebildet worden war. Gegen Ende des Krieges wurden auch hier 6.000 Juden ermordet. Unterlagen, die eine Beteiligung Pahlís belegen könnten, gibt es nicht. Jens Rommel leitet die Zentralstelle zur Aufklärung von Nazi-Verbrechen in Ludwigsburg und weiß um die Schwierigkeit einer Strafverfolgung. Die bloße Mitgliedschaft in der SS oder auch nur die Ausbildung im Lager Travniki allein sind nach unserem heutigen Recht nicht mehr verfolgbar. Das heißt, wir müssen in Deutschland beweisen, dass jemand eigenhändig einen Mord begangen hat oder durch seine Handlungen die Morde anderer unterstützt hat. Yaqub Pahlí darf auf einen ruhigen Lebensabend hoffen, hier in Aalen. Noch eine Woche aus.